Hallo und jetzt kommt der Gernacht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich sehr. Ja, was mache ich heute? Heute mache ich Schaschlik aus Rindefilet mit Lardo-Speck. Guck mal, ich habe hier richtig schön italienische Geräusche, Lardo-Speck und einen schönen Rindefilet. Und welche Marinade dazu ich nutze, siehst du dann, wenn du nämlich dranbleibst und genießt mein Video. Es gibt heute die schnellste Marinade der Welt. Es gibt nämlich gar keine Marinade. Es wird ohne Marinade Fleisch aufgespießt, ein Stückchen von Rindfilet, ein Stückchen von Lardo. Zum Schluss werde ich die beste Kräuterbutter der Welt zerlassen. Also das ist, meine Frau macht das, deswegen ist das beste Kräuterbutter der Welt. Wenn du auch so Kräuterbutter essen willst, dann kannst du gerne mich für deine Party buchen. Ich verlinke auch meine Adresse alles unten. Ja, Rindfilet wird nur in Würfel geschnitten. So, das schöne Rindfilet schneide ich alles in solche Stückchen. Das ist Schaschlik Deluxe, teure Fleischsorten wie Rindfilet und wie Lardospeck. Ich weiß nicht, was günstiger ist, Rindfilet oder Lardospeck. Ich glaube, Rindfilet ist günstiger als Lardospeck. So, und jetzt werde ich auch mein Lardospeck auch in solche Stückchen schneiden, aber natürlich nicht so dick wie Filet. So, das sind solche Stücke dann. Die Haut schneiden wir ab. Wofür ich die Haut benutze, siehst du, wenn du mein Video abonnierst oder genau meinen Kanal abonnierst. Und in den nächsten Mal Videos werde ich zeigen, wofür ich dieses Speck brauche. Wenn du nicht abonniert hast, abonniere bitte jetzt, aktiviere die Glocke und verpasse auch kein Video von mir. So, weiter zum Video. Jetzt schneide ich erstmal Speckstückchen. Das ist ein so lecker, lecker Speck. Hm. Das ist italienische Geräusche, Lardo-Speck. Die Stücke schneide ich so dünn. Das ist ungefähr 2-3 mm dick. Schön salzig. Deswegen wird mein Fleisch auch nicht gesalzen. Nachher wird das nach dem Grillen mit zerlassener Kräuterbutter und mit meinem selbstgemachten. Was ist das? Oh, das wächst bei mir gar nicht. Rosmarin. Rosmarin-Pinsel habe ich selber gemacht, vorne Spitzen abgeschnitten, damit das schön wie ein Pinsel aussieht, wird das schön Fleisch und Lardo eingepinselt. So. Schön dünn Lardo schneiden. Wenn ihr kein Lardo macht, wenn ihr jetzt wirklich ohne Schweinefleisch machen wollt, nehmt ihr Lammfett, geht auch. Und dann machen wir so Stückchen von Rindfilet. Hinterher kommt ein Stückchen von meinem Fett und wieder ein Stückchen Rindfilet. Stückchen von dem Speck, von Fett. Und so sieht jetzt mein Schaschlik Deluxe aus. Das kommt jetzt gleich, wenn die Kohle richtig heiß ist, die Kohle muss glühend heiß sein. Dann kommt das schnell drauf, wird von allen Seiten schön angerührt, dann kommt das auf indirekte Hitze, wird zu Ende gezogen und mit Kräuterbutter eingepinselt oder eingerabt. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich soweit alles für den Grill vorbereitet habe. Ja. Kohle ist jetzt heiß, ich habe schon mal Gemüse schon alles ein bisschen angegrillt. Hier so sieht jetzt mein lecker Gemüse aus. Es gibt dazu noch lecker verschiedene Gemüse. Kräuterbutter aufgelöst. Wenn ihr Kräuterbutter auch auflöst, dann bitte zusehen, dass das nicht in Molke und Fett sich trennt, sondern nur auflösen. Und könnt ihr auch mit normalem Olivenöl und Kräuter reinmachen und dann somit beschmieren, bepinseln. So, jetzt kommen schon die geile Stückchen Fleisch hier auf die Holzkohle.
Und das werden wir jetzt schön von beiden Seiten scharf angrillen und gucken, dass wir das auch noch medium alles durchkriegen. Und wenn ich das erste Mal gewendet habe, werde ich nachher, guck mal, wie das duftet. Ah, ich habe es vergessen. Damit es noch ein bisschen Aroma hier gibt, kommt noch bei mir etwas von meinen Rosmarin aus dem Garten. Ich mache ein bisschen noch Rosmarin-Aroma. Schön ins Feuer rein, Rosmarin. Und das wird jetzt wieder noch mehr duften. Boah, es duftet. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das anfange einzupinseln. Ja, meine Schaschlik Deluxe, Schaschlik ja, mit Lardo und Filetwein, so für 5-6 Minuten auf einer Seite. Jetzt guck mal, wie das von unten aussieht. Ach, guck mal, wie lecker das ist. Jetzt guck mal, das sieht hier herrlich aus. Schöne Rüste bekommen, schöne Rösterrömen. So, jetzt kommt schon mein Kräuterbutter zum Einsatz und mein selbstgebastelter Pinselchen. Da werde ich jetzt schön alles einpinseln. Ich sage erstmal dann einpinseln, wenn ihr das Fleisch gewendet habt, weil sonst verbrennt das alles schnell. Und das auch, jetzt duftet das noch mehr. So, jetzt werden wir von der Seite auch noch 5-6 Minütchen grillen lassen und dann auf die Seite stellen und nochmal anpinseln. Jetzt läuft von der anderen Seite auch nochmal 4 Minuten drauf. Guck mal, wie das aussieht. Jetzt wenden wir hier auch nochmal. Und tun wir hier auch mit einrahmen, bepinseln. Mein selbstgemachten Pinsel. Das duftet. So, jetzt drehen wir die auf die Seiten. Die Seite drehen, damit das von der Seite auch. Und natürlich hier werden wir das auch mit einrahmen. Mein Gemüse ist auch fertig. Gleich mache ich noch schöne Fladenbrot dazu. Und dann wird das schön serviert. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder am Tisch, wo ich das serviere und probiere. Ja, sieht einfach wunderbar aus. Ist auch schön. Schätze ich mal noch. Ich hoffe, dass es noch wunderbar medium ist. Sieht sehr gut aus, tut sehr gut. Jetzt werde ich meine Spieße runternehmen, auf Teller legen, etwas ruhen lassen und in 5 Minuten genießen. Ja, jetzt mal probieren, wie mein Rinderfilet mit Lardo so aussieht. Also duftet auf jeden Fall ganz gut. So sehen auch die Stückchen aus. Einmal mal reinbeißen. Wunderbar saftig. Schön medium. Feiner Geschmack von Lardo-Speck. Feiner Geschmack von Kräuterbutter. Dazu noch ein schönes Stückchen Fladenbrot. Und was will man mehr? Sehr, sehr weich. Sehr, sehr zart. Ja. Wollt ihr mich loben? Macht Daumen oben. Wollt ihr mich wiedersehen? Haut unten die Glocke. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund und schaltet euch an, wenn es heißt, der Gerd macht's.